Hallo und willkommen an alle, die sich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde bei Metro Last Light Redux. Ja, in der letzten Folge konnten wir gerade so noch den Pavel retten, der war kurz davor gehängt zu werden. Ist aber alles nochmal gut gegangen und jetzt, ja, sind wir in so einem... Ah, alles klar. Sind wir in so einem Tunnel eingeschlossen mit ganz vielen Spinnenweben, wie wir hier sehen. Und Lichter wurden auch ausgeschaltet. Ja, trübe Aussichten, aber wir haben keine andere Wahl, als hier durchzuwandern. Ne? Dann schauen wir doch mal, ob uns das gelingt. Ja, man sieht ja auch überall diese ganzen Spinneneier. Ne? Also... kann sich ja ungefähr schon vorstellen, was hier auf einen wartet. Ne? Ein Schacht. Das ist hoch. Den können wir definitiv nicht hochklettern. Okay, hoffen wir mal, dass der Aufzug funktioniert. Ja. Generator läuft. Na gut, dann. Monsieur, machen wir eine Fahrt mit diesem Baby, ne? Also, was ist jetzt? Wie, was ist jetzt? Was zum... warum hat er angehalten? Ja. Ich habe es befürchtet. Bremse angezogen oder was? Scheiße. Ja, klettert da mal hoch, oder? Ja, dann ist der Schlüssel schon sonst rausgeboxt. Wir haben uns gehört. Scheiße, wir sind direkt in ihrem verdammten Nest. Scheiße, das sind echt viele. Ich bin ja schon dabei, Mann. Siehst du den Bauch? Das ist die einzige verwundbare Stelle. Der Rest ist zu hart gepanzert. Okay, Artyom. Wenn wir einem dieser Dinger begegnen, dann mach deine Lampe an, bis es seinen Bauch zeigt. Hast du verstanden? Die Mistviecher hassen das Licht mehr als alles andere. Komm schon, mir nach. Alles klar. Blödes Mistviech. Artyom, Licht! Brach! Gott verdammt! Nimm das, du Miststück! Hm. Puh, danke, Kumpel! Eine für alle, was? Ja, stimmt, wir waren ja hier bei den drei Musketieren oder vielmehr bei den zwei Musketieren. So geht's. Ah, ich wusste es doch. Hier! So. Die Brücke, ich habe davon gehört. Das Theater sollte jetzt nicht mehr weit sein. So, wir gucken trotzdem nochmal hier nach. Hier gab es ja diese Kiste, ne? Na, mach die Scheiße doch schon auf. So, aber... wir sind recht gut ausgerüstet, würde ich sagen. Wir müssen nur gucken, dass das Licht die ganze Zeit anbleibt. Das ist hoch. Also springen, ja? Ja, dann machen wir das doch. Spring! Los geht's! Was haben wir hier? Oh. Oh, ein bisschen Munition, ja, alles klar. Mist! Die schon wieder! Artyom, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren! Ich versuche, uns rüberzubringen! Klasse! Das sollte gehen! Komm und hilf mir, das rauszuziehen. Na, du bist ja lustig, Junge. Da.
Ja, Artyom, rette meinen Arsch. Artyom, kümmere dich um die Viecher. Ja. Oh fuck, ernsthaft? Mach's mir nach! Na, wenn's nichts weiter ist. In den Wagen! Das ist ja richtige Paralympics hier. Schieß mit der Bauch oben! Na. Schon nichts geschehen, ey. Mach sie grad, sobald sie sich umdreht! Boah, ist echt nicht lustig gegen diese Viecher, ne? Hier, ich heb dich hoch! Scheiße, die sind drinnen! Artyom, hilf mir! Ich würde sagen, die sind überall, diese Viecher. Oh Mann. Schneller, schneller, schneller! Bewegung! Ja, mir gefällt dieses Tag-Team hier mit dem... Hier! Bereit? Los geht's! Das ist ja richtiger Abenteuer-Urlaub hier. Alles klar, Artyom! Komm schon! Los geht's! Hier! Da! Los! Wie gefällt euch das, ihr Schlappen? Okay, hier sind wir sicher. Ist das so? Ah, stimmt. Licht. Warte einen Moment, Artyom. Ohne Licht ist das Licht. Lass mich eine Fackel oder sowas machen. In Ordnung. Es werde Licht. In Ordnung. Lass uns gehen. Na, sehr schön, genau. Brenn mal die ganze Kacke da weg, Ich glaube, wir lassen unser Licht trotzdem an. Artyom, bleib dicht bei mir! Wir sind echt mitten im Nest, ist ja echt abgefuckt. Verschwinde! Weg! Weg! Was gibt's denn hier Schönes? Boah. Na, verpiss dich mal, du scheiß Vieh. Ah, die lauern nur und warten auf ihre Chance. Artyom, Artyom! Nicht das Licht ausschalten, sonst greifen sie dich an. Ach so, ja. Er wird aus, was ihn ausgeschaltet, ne? Scheiße. Gibt's da nicht. Sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Okay, die Drähte für nach. Da! Hey, sieh mal, D'Artagnan. Du hast die Lampe. Wenn du den Drähten folgst, müsstest du zu einem Sicherungskasten kommen. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät daran anschließen und wir versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Ja, alles verstanden. Und dann? Bahnen wir uns mal unseren Weg hier durch, ne? Wie sieht's hier aus? Ah, ist abgeschlossen. Natürlich ist es abgeschlossen. Ich würde auch sagen, also komm, ein bisschen... Erkunden wir schon die Gegend. Na gut, Heizer haben wir genug. Ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Oh. Ja, komm, zeig mir deinen Bauch. Hier bin ich erstmal safe, ne? Ja. Das ist sehr gut. Lass mal kurz die Lampe auf. Oh. Sieh mal einer an, ne? Ordentlich Munition.
So, brennen wir die Kacke noch weg. So, was haben wir hier auf dem Tisch? Ach, nehmen wir einen an. Ja, genau, geh weg. So, wunderbar, dann geht's dann direkt mal weiter. Die sind echt überall, ne? Scheiße. Oh mein Gott. Das sieht hier unschuldig besser aus. Na, scheiße, ich würde nur ungern den Rücken zudrehen, aber eine Wirkstoffe hat man ja nicht, ne? Okay. Ich glaube, wir sind schon fast am Ziel. Natürlich gibt es hier noch Schönes. Ach, bin ich jetzt einmal. Ach, fuck. Ich bin einfach falsch abgebogen. Ist das bitter? Ja gut, dann haben wir alles gesehen. Rushen wir einmal schön durch. So. Und jetzt. Ah, habe ich einfach übersehen. Ja, wunderbar. Ah, das war genial. Gut überlegt. Bereit? Gut. Erster. Mir nach. Als hätte ich eine andere Wahl. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Oh ja, wahre Worte. Ja, dann geht's mal an die Oberfläche. Ich hab die Gasmaske schon richtig vermisst. Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Hoppla, wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Ist das so? Dass in der Metro alle Brüder sind? Hey, Freund. Ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Artyom, vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Na, wenn du das sagst, Kollege. So, ich suche nämlich gerade den Safe hier. Wo ist denn der Teil? Naja, gut. Oder bin ich wieder blind? Das kann natürlich auch gut sein. Na gut, scheiß drauf, kommen wir gerne mal raus, ne? Hier haben wir alles. Ah, hier ist kein Safe. Oh, ist das hell, ja. Machen wir die Funzel aus. Oh, das ist beeindruckend. Ich hab davon gehört. Dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taut hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomich, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Ja. Warte, 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 warte.
Wer weiß das schon so genau? Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Meine Güte. Regen. Regen. Man hat das letzte Mal Regen gesehen. Der doch abgeht, dann haben wir hier schönes Nix. Der quatscht einfach alleine weiter, das ist ja der Knaller, der Typ. Ja. So. Oh, Scheiße. Ich würde sagen, wir gehen mal schnell weiter. Da ist die Kreuzung. Schnell dahin. Du Idiot. Wir werden das nicht überleben. Wir müssen die Station erreichen. Sofort. Schon auf die Internet, Artyom. Wenn du deine Maske tauschst, dann schnell. Dieser arme Kerl braucht seine nicht mehr. Fahr zur Hölle. Ich glaube, mir wird schlecht. Geh vorsichtig. Das heißt, diese Tunnels beherbergen mehr als nur Mutanten. Dann tauschen wir mal die Maske, ne? Ich glaube nicht an Seelen, Artyom. Aber dieser verdammte Ort lässt mich, ja, zweifeln. Oh, was haben wir hier Feines? Blutspur. Das ist immer ein gutes Zeichen, oder? Ein Filter. Sehr fein. Okay. Ich glaube, den Safe haben wir verpasst. Lass uns raus ans Licht gehen. Nee, ich guck nochmal hier nach. Okay, hier gibt's nichts. Sieh mal in den Wartungsraum. Ich glaube, auch besser die Pumpgun rausholen. Oh, kurz die Funzel an. So, was gibt's denn hier Schönes? Ah, Filter. Oh, was ist das denn? Oh, Scheiße. Hat viel auf uns gelauert, ja, ne? Ja, wunderbar. Haben wir jetzt die. Haben wir jetzt dieses, ja, ich sag mal, Maschinengewehr ersetzt, ne? Gut, dann tauschen wir das mal hier aus. Ja, genau. Wunderbar. Ich hab gerne von jedem Waffentyp einen. Was haben wir hier sonst noch? Nix, ne? Alles klar. Hier ist kein Safe zu sehen. Na gut. War ja sonst noch irgendwas? Ja, ich glaube nicht. Geh einfach mal zum Kollegen zurück. Bist du okay, Kumpel? Du bist hier voller Blut. Schrotflinte gefunden? Sehr schön. Die wird noch nützlich sein. Artyom, stopp! Runter! Sofort! Teleport! Meine Güte! Ein riesiges Runde! Der Sturm grenzt nun an! Beruhig dich! Wenn wir uns sehen, werden wir schon verpassen. Gut, das riecht nach Ärger. Würde ich auch sagen, ein Mensch. Scheiße, das war knapp! Na gut, Artyom. Nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Ja, ja, ist ja gut, Mann. Ah, ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Ah, hier passiert seltsame Scheiße. Hey, versuch sie zu öffnen. Ich gebe dir Deckung. Alles klar, Kollege. Klemmt? Ach, verdammt. Lass es uns zusammen probieren. Sieh mal, Artyom.
verliere hier drin nicht den Verstand, ja? Okay, lass uns gehen. Oh, scheiße. Ein Ranger hat mir gesagt, dass dies ein Flug von Mallorca war. Familien, die aus dem Urlaub kamen, weißt du? Weißt du, Artyom, ich war nie am Meer, ohne in einem Flugzeug. Ja. Hat nicht sein sollen. Also ein maler Ausflug gewesen, Mensch. Ja. Ich weiß nicht, ich fühle mich komisch. Was du nicht sagst, Mann. Kumpel, siehst du auch diese Scheiße? Nein, Mann. Nur was du siehst alles. Was ist passiert? Scheiße! Wir verlieren Schub! Die Motoren sind tot! Tomodelovo! Flug 767x54! Mayday! Tomodelovo! Mayday! Scheiße! Der Tau ist weg! Teufel! Wir gehen runter! Tempo! Ich nehme die Instrumente sind ausgefallen! Ich bekomme keine Anzeige! Das war mal ein netter Trip jetzt, ne? Meine Fresse. Artyom, ach Mist. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre ich vermutlich erstickt. Wie die anderen hier. Wie dieser hier. Lass uns sofort von hier verschwinden. Ja, gute Idee. Artyom, nach rechts. Ich glaube, der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude. Scheiße, ein Dämon! Mach ihn kalt, mach ihn kalt! Oh, was sagst du so leicht, Junge? Recht ausgeglichen hier, Mann. Ich glaube, ich check nochmal hier ein bisschen die Gegend ab. Aber ja, ein bisschen Munition. Ein bisschen Sightseeing muss das sein. Ein paar Bilder haben wir gefunden, wunderbar. Und da geht's auch rein. Ach, so viel zu entdecken, ist halt schön. Solange es hier keine Mutanten über den Weg laufen, ist auch alles fein. So, und Filter können wir immer genug von brauchen. Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Mach dich bereit! Wir kommen auf die obere Etage! Na gut, können wir direkt mal die Schrotflinte ausprobieren. Ja. Alles unter Kontrolle, ja. Hoffe ich zumindest. Der Eingang zum Theater ist hinter der nächsten Ecke. Wir müssen los, sofort! Ja, besser ist das. Wir nach! Schneller! Schneller! Oh fuck, was ist das für ein Geräusch?
Los! Hilf mir mal! Schneller! Es kommen noch mehr! Verdammt! Wir müssen den Eingang finden! Über dir! Eieiei, so viel Heizzeug haben. Noch eine! Scheiße, es sind zu viele! Wir müssen die Station warnen! Geh zur Rolltreppe! Runter! Mhm. Die sind immer noch hinter uns her! Beeilung, schnell! Ja, ja, Mann. Bin schon dabei. Kein Bock zu sterben. Aufmachen! Aufmachen, Gott verdammt! Lasst uns rein, ihr Bastarde! Scheißvieh. Und der nächste. Und der nächste. Ich hab euch alle was. Oh, Scheiße. Rein, Bewegung! Kinderspiel, was? Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Ja, Pavel und Artyom sind jetzt richtige Waffenbrüder. Ja, hört auch schon fast nach Happy End an, aber ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Okay, kommt rein. Tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere Trupps. Mindestens. Und jetzt? Geht ihr nicht? Wir müssen erst die Männer zusammentrommeln. Warten wir auf die Jungs? Die sind unterwegs. Na, gehen wir mal weiter. Komm rein. So, da sind wir mal in einer Station angekommen, das erste Mal. Ne? Wie kann das sein? Wir verschießen unser ganzes Leben im Reich. Und jetzt sind wir Freaks? Ah, das passiert ständig. Na komm, ein bisschen Musik, ne? Erweitert die Seele. Ja, okay, reicht auch. Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Willkommen und ruht euch aus. Hm, ja, das ist klar. Na, ja, aber im Grunde genommen sind wir jetzt im Feindesgebiet, wenn man so möchte. Ne? Ob das dann so eine entspannte Geschichte ist, das weiß ich ja nicht so genau. Schweinefarm. Gibt's sonst noch hier? Da darf ich nicht rein. Na ja, gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um in der Station. Patronen für den letzten überlebenden Theaterkritiker. Patronen für die Gnade unserer Seelen. Na komm, geben wir den Kollegen was. Junger Mann, wie sehr hat dir mein geistreiches Schild gefallen?
In dieser U-Bahn ist für jeden Platz. Für Mörder, Noten, Tyrannen, Geldwäsche. Ja, hast genug gequatscht. Und sogar für Okay, so eine Bar, ne? Alles klar, eine Shisha noch am Start. Mensch, ey, das ist ja auch wieder ein richtig geiles Leben. Oh mein Gott. Mit dem Typ habe ich nicht gerechnet. Geh weg, Mann. Lass mich in Ruhe. So, alles klar. Ich nutze mal die Gelegenheit, wo es gerade hier so ruhig ist und mache einen kleinen Cut. Der gibt dich auf, der Kollege, ne? Da komm, ich stehe mal rum. Ich will den jetzt sehen. Ja, ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seht das nächste Mal wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht. Und dann hoffen wir mal, dass der Pavel uns hier irgendwie durchboxen kann. Bis dahin, macht es gut und